Ja, schönen Abend. Ich freue mich, dass noch einige zu dieser späten Stunde diesem undankbaren Slot hierher gefunden haben. Ich möchte euch heute ein bisschen was über MicroPython erzählen, eine kurze Einführung in das Projekt geben und ein bisschen demonstrieren, was man damit so machen kann. Hab dann auch noch eine kleine Demo. Wie das bei Live-Demos ist, so ist, schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie ich das zu Hause ausprobiert habe. Ich habe am Ende vorgesehen, dass noch so Viertelstunde, 10 Minuten für Fragen Zeit ist. Also wenn ihr zwischendurch Fragen habt, wenn die nicht unbedingt jetzt gleich für das Verständnis nötig ist, dann merkt ihr euch bitte bis zum Ende. Aber ansonsten, wenn irgendwas nicht klar ist, natürlich gerne zwischendurch einfach fragen. Mein Name ist Christopher Arndt. Ich bin selbstständiger Softwareentwickler mit Spezialisierung auf Python, wohne in Köln und man kann mich im Internet unter anderem an diesen Stellen finden. Was ist MicroPython? Wie man an dem eben gesehenen Bild schon merkt, hat das wohl was mit Mikroprozessor-Boards und Do-it-yourself-Elektronik und so weiter zu tun. Ich möchte erstmal so ein bisschen erklären, woher kommt das Projekt, wo kann man das überall einsetzen und was gibt es da drumherum um das Projekt noch so. Kurz gesagt ist MicroPython eine Implementierung von Python, die von Grund auf neu geschrieben wurde, um auf Geräten mit geringen Ressourcen zu laufen. Das heißt, Geräten mit sehr wenig Speicherplatz und CPU-Power und RAM. Und das sind natürlich insbesondere Mikrocontroller, 16-Bit-CPUs mit RAM-Größen so um die 64 Kilobyte bis zu vielleicht 256 oder so. Das sind so die Mindestanforderungen. MicroPython lehnt sich an Python Version 3 an, insbesondere Version 3.4. Mit ganz wenigen Ausnahmen ist also die Syntax und wie man damit programmiert ganz genau dieselbe wie unter den modernen Versionen von CPython, also dem Python, was man normalerweise so auf seinem Computer installiert hat. Wie ist MicroPython entstanden? 2013 hat ein Mensch namens Damien George eine Kickstarter-Kampagne gestartet, wo Bäcker ein Mikroprozessor-Board erstehen konnten, auf dem das MicroPython, was dann in 1.0-Version rauskam, läuft. Die Boards haben damals ungefähr um die 25 Pfund gekostet und werden in England hergestellt und die kann man jetzt seitdem freikaufen. Ich zeige das nachher auch noch, dieses Board. MicroPython ist gleich als Open-Source-Projekt gestartet, es gibt ein Repository auf GitHub und da haben sich natürlich gleich Leute draufgestürzt und haben geguckt, ob MicroPython nicht auch auf anderen Mikroprozessoren noch lauffähig zu machen ist. So sind da verschiedene Community-Ports im Laufe der Zeit entstanden. Dann gab es noch ein weiteres Kickstarter-Projekt von jemand, der nicht direkt mit dem ursprünglichen Erfinder zu tun hat. Die haben das YP-Board gebaut. Das war das erste MicroPython-Board, was eingebautes WLAN hatte. Und im letzten Jahr, beziehungsweise Anfang dieses Jahres, gab es dann nochmal ein Kickstarter-Projekt vom ursprünglichen Erfinder von MicroPython, wo MicroPython auf ESP8266-Boards portiert wurde. Diese Boards sind besonders interessant, weil sie erstens eingebautes Wi-Fi haben und zweitens nur Briefmarken groß sind. Also das hier ist jetzt schon dieses kleine Board, was hier vorne drauf ist. Das ist das ESP8266-Board und das große Weiße ist nur noch ein Breakout-Board. Das heißt, das kann man gut überall einbauen und hat so Internetanbindung.
auch dieses Kickstarter-Projekt war ein voller Erfolg. Und seit ein paar Wochen ist das auch frei verfügbar, Open Source, und man kann sich direkt die Binaries runterladen und darauf installieren. Also MicroPython geht gut und gewinnt an immer mehr Bekanntheit. So, worauf kann ich MicroPython jetzt überall laufen lassen? Zuerst, ich kann es auch auf meinem normalen Computer laufen. Es gibt laufen lassen, also sofern es ein Unix-ähnliches Betriebssystem ist. Also es gibt einen Unix-Port, den kann ich hier ganz normal unter Linux oder OS X kompilieren und kann den ganz normal, wie ich Python sonst aufrufe, auf der Kommandozeile aufrufen, habe eine interaktive Umgebung und kann da drin die Sprache kennenlernen. Der zweite offizielle Port ist der sogenannte STM-HAL-Port. STM, weil das ist die Marke der Prozessoren und HAL ist das Hardware Exception Layer. Deswegen, weil dieser Port auf mehreren Boards mit leicht unterschiedlichen Prozessoren und Bestückung läuft. Das geht von diesem STM Discovery Board bis zum ursprünglichen Pi Board und noch mehreren anderen Boards. Dann gibt es den schon gezeigten Port für die ESP8266 Boards. Und ganz spannend, ich weiß nicht, ob jemand schon mal vom BBC Microbit gehört hat. Das ist dieses Ding hier. Und das befindet sich aktuell in Besitz von ungefähr 1 Million 11-jähriger englischer Schüler, an die die BBC dieses Board hat kostenlos verteilen lassen. Und wer auf der EuroPython war im letzten Monat, hat auch so ein Board geschenkt bekommen. Und inzwischen kann man sie auch freikaufen, sind allerdings dann relativ teuer. Das ist also ein Gerät, mit dem Kinder programmieren lernen sollen. Das ist relativ eingeschränkt, aber man kann trotzdem sehr lustige Sachen damit machen. Ja, dann gibt es das YP-Board, davon habe ich leider kein Beispiel dabei. Und dann gibt es noch verschiedene andere Boards, auf denen das läuft, wo Leute einfach das Repository geforkt haben und das irgendwo zum Laufen gebracht haben. Das sind dann aber keine offiziellen Ports und da ist man dann so ein bisschen auf das Glück angewiesen, dass das alles noch funktioniert. Gut. Um MicroPython herum gibt es noch die MicroPython Library. Das sind einfach Python-Code, der Funktionen aus der Standard-Library von Python nachimplementiert in einer Weise, wie sie halt für so kleine Geräte mit beschränkten Ressourcen besser geeignet ist. Das hat ein eigenes GitHub-Repository und da das aber Python-Files sind, kann man die relativ einfach auf diesen Boards dann verwenden. Wie, das sehen wir später. So. Die Boards habe ich ja eigentlich eben alle schon mal gezeigt. Ich gehe sie nochmal einzeln durch, habe heute Nachmittag noch ein paar Beauty-Shots gemacht. Also das ist das ursprüngliche Pi-Board. Wie gesagt, das ist so doppelte Briefmarkengröße groß. Interessant ist, dass es einen USB-Anschluss hat und einen SD-Karten-Slot. Original kommt es ohne Pin-Header, die muss man selber dran löten. Das ist der Microbit. Der hat komischerweise keine Pin-Header oder Löcher, aber dazu gibt es dann noch so Adapter. Man will ja die Kids früh zu zahlenden Kunden machen, ne? Das ist das schon gezeigte ESP-Board. Da das hier aber relativ unpraktisch ist, weil man da keinen USB-Anschluss hat, benutzt man das meistens in so einem Development-Board-Setup, wo ein USB-zu-Serial-Converter drauf ist und die Pins herausgeführt sind und das alles viel einfacher auf dem Breadboard zu verwenden ist. Wenn man sowas in Deutschland kauft, kostet das ungefähr 10 Euro oder halt in China für 4 oder so. Das, was ich hier jetzt benutze, ist von Do-It, aber da gibt es ganz verschiedene Varianten, die alle auch leicht unterschiedlich sind. Und das ist das STM-Board. Das ist mit Abstand das größte, hat aber auch die meisten Pins, hat dafür aber leider keine SD-Karten-Slot, aber sonst noch interessante Peripherie. Und man kommt es auch
in Deutschland für ungefähr 15 Euro. Also ein guter Einstieg. Ja, wer sich über MicroPython informieren will, geht am besten direkt einfach auf die Homepage. Da kann man auch das PyBoard kaufen. Und wenn man dann anfängt, damit zu programmieren und Fragen hat, dann geht man am besten zu den Foren. Apropos, diese Folien liegen seit jetzt auch auf meinem GitHub-Repository. Die URL sage ich dann am Ende nochmal. So, das werde ich dann noch pushen. So, genug geredet. Schauen wir uns mal an, wie man mit MicroPython anfängt. So, ja, ich sehe noch alle, gut. Also, ich habe hier das PyBoard und gehe hier mit einem Micro-USB-Kabel rein und stecke das in den USB-Port meines Rechners. Und dann brauche ich und dann erscheint schon ein USB-Laufwerk. Das erscheint aber leider nicht bei euch. So. Da sehe ich, da habe ich schon mal verschiedene Python-Files abgelegt. Okay, aber wir wollen uns erstmal die interaktive Konsole anschauen. Dazu brauche ich irgendein Terminal-Programm. Ich benutze gerne das Programm Miniterm aus dem PySerial-Paket. Und dann verbinde ich mich einfach mit dem seriellen Device, unter dem sich dieses Board anmeldet. Und das ist hier jetzt bei dem PyBoard DevTTY ACM0. Bei anderen Boards kann das zum Beispiel sein TTY USB0 oder unter USX heißt das wieder anders. So, ich melde mich an und bekomme einen Python-Prompt. Und dieser Python-Interpreter läuft jetzt hier auf dieser CPU. Das ist, wie gesagt, ganz normales Python. Ups. Ich kann da Variablen definieren. Integers. Ups. Floats. Strings. Ich kann Funktionen definieren. Und aufrufen. Ich kann Klassen definieren. Und so weiter und so fort. Also ein ganz normales Python 3, wie man auch an den Klammern hier unten beim Print-Aufruf sieht. Gut, das ist ja schön und gut, aber normales Python habe ich ja auch schon auf meinem Computer. Was kann ich also damit machen, was hier speziell für so Embedded Boards ist? Dazu bringt MicroPython schon einige eingebaute Libraries mit. Und die wichtigste auf dem PyBoard ist die PYB-Library für PyBoard. Schauen wir uns mal an, was die alles so mit sich bringt. Jede Menge Funktionen und Objekte. Und die wichtigsten sind erstmal zum Beispiel einfach warten. Oder wenn wir uns das PyBoard hier anschauen, sehen wir, da sind einige kleine LEDs drauf und ein User-Switch. Schauen wir mal, ob wir diese LED zum Leuchten bekommen, weil das ist ja das wahre Hello World der Embedded Boards. Auf dem PyBoard sind 4 LEDs, die sind von 1 bis 4 nummeriert. So, jetzt habe ich ein LED-Objekt. Schauen wir mal, was das so alles kann. Aha, das hat mehrere Attribute, wahrscheinlich Funktionen. So, mal schauen, ob man das sehen kann. It's magic. So, und wieder aus.
Und nochmal dasselbe in grün. So, dann haben wir gesagt, einen User-Button haben wir noch. Da es nur einen gibt, müssen wir da keine Zahl angeben. So, der hat jetzt keine on-off oder get-value oder sonst irgendwas, sondern das funktioniert über Callbacks. Das heißt, wenn sich der Status des Buttons ändert, wird eine Funktion aufgerufen. Also machen wir das mal. Ups. So. Bin mir nie sicher, welcher der beiden das ist. Ja. Und interessant ist, das stimmt eigentlich nicht ganz mein Print-Statement, sondern das wird nur aufgerufen, wenn tatsächlich der Button gedrückt wird, nicht wenn er wieder losgelassen wird. So, also das ist einfach eine Abstraktion über den Zugriff auf die einzelnen GPIO-Pins, um es einfacher zu machen. Ich glaube, da ist noch ein Debouncing-Algorithmus drin, damit man keine falschen Switch-Presses bekommt. Okay. Jo. Schauen wir mal, was man noch so damit machen kann. Dazu habe ich mir bei Amazon für ganze 10 Euro diesen Kasten hier bestellt, der voller kleiner Sensoren ist. Also Wunder der Globalisierung. Da habe ich mir mal ein Eingabegerät und ein Ausgabegerät rausgesucht. Als Eingabegerät ein Joystick, da kommen wir gleich zu, und als Ausgabegerät hier so ein Buzzer, der einfach Töne macht. Und zwar funktioniert das so, dass man dem Strom zuführt und dann an einem zweiten Pin ein Rechtecksignal anlegt. Und das bestimmt dann die Frequenz, mit dem das Ding nervt. So. Kleinen Moment, jetzt muss ich mal hier den Source Code aufrufen. So. Kann man das lesen einigermaßen? Ich gehe auch noch ein bisschen größer. So. So. Gehen wir das mal kurz durch. Wir importieren wieder dieses PyBeam-Modul. Ah, weg damit. Und dann definieren wir uns eine Funktion. Was die machen soll, die soll einfach für eine bestimmte Dauer einen Ton in einer bestimmten Frequenz ausgeben. Und außerdem übergebe ich ihr noch die Nummer des Pins, an dem das Kabel hängt, wo der Rechteckpuls ausgegeben wird. Also definiere ich mir erstmal ein Pin-Objekt, damit ich auf diesem Pin was ausgeben kann. Und definiere das als Ausgabepin. Dann rechne ich mir aus, bei einer bestimmten Frequenz, wie lang muss dann die einzelne Phase einer Rechteckwelle sein, durch zwei, ne, weil es ja immer einmal an, einmal aus. Und dann rechne ich mir aus, wie lange das sein muss. Und dann schalte ich in einer Vorschleife einfach diesen Pin immer an und aus. So. Zurück zur Kommandozeile. Oh, da ist wohl die Verbindung verloren gegangen. Ne, habe ich das hier nicht drauf? Ne, müsste doch da sein. Ne, tatsächlich nicht. Gut.
Dann sehen wir jetzt auch gleich, wie man Code auf das MicroPython-Board bekommt. Wie gesagt, das stellt hier ein Laufwerk zur Verfügung. Ich habe hier lokal meine Python-Datei schon mal vorliegen. Dann kopiere ich die einfach, Ctrl-C, füge die hier ein. Entschuldigung. So. Ich habe die hier jetzt gerade eben schon eingefügt, vorher war die nicht da. Und jetzt müsste mein Import-Statement hier schon funktionieren. Nein? Machen wir mal einen Neustart. Ah, guter Punkt. Und deswegen mache ich das mit dem Filesystem und dem Wechsellaufwerk nicht so gerne. Man muss immer dran denken, das auch auszuhängen, damit sich das ganz sicher synchronisiert. Zur Sicherheit mache ich jetzt nochmal hier einen Neustart. So. So, mein Buzzer hängt hier am Pin Y1, also Y1. Das heißt, da übergebe ich das als String einfach. Und der Rest sind Standardparameter. Jetzt müssen mal alle still sein. Tada. So, mit diesen Werkzeugen kann ich schon unheimlich viel machen, weil ein Großteil der analogen Sensoren und Eingabegeräte und Ausgabegeräte arbeitet einfach mit digitalen Spannungen, die an- oder ausgeschaltet werden. Und dann gibt es noch Sensoren, wo ich Spannungen einlesen muss oder irgendwelche Ausgabegeräte, wo ich Spannungen ausgeben muss. Dazu brauche ich dann noch einen Analog-to-Digital-Converter oder einen Digital-to-Analog-Converter, also ADC oder DAC. Auch dafür gibt es natürlich Objekte. Das will ich aber jetzt hier im Einzelnen nicht demonstrieren im Interesse der Zeit. So. Soweit erstmal noch Fragen. Gut, dann versuchen wir jetzt mal das große Demo. Da bin ich ja sehr mal gespannt, ob das auch so klappt. Also die Idee ist es, wie kann ich das in einem typischen Internet of Things Setup verwenden? Zum Beispiel in der Heimautomatisierung. Das ist eine typische Anforderung. Ich habe irgendwo einen Sensor, der misst irgendwas und irgendwo anders soll irgendwas darauf reagieren. Am besten noch mit irgendeiner Logik dazwischen, die sich die Werte, die dieser Sensor anschaut, anguckt und nur bei bestimmten Werten irgendeine Aktion auslöst. Stellen wir uns vor, zum Beispiel, das ist der Bewegungsmelder in der Toreinfahrt oder der Feuchtigkeitsmesser im Blumenbeet oder so, dann will man da ja nicht unbedingt eine riesenlange Kabelleitung verlegen. Deswegen sind diese ESP-Boards so praktisch, weil sie haben ja eingebautes Wi-Fi, was auch eine sehr gute Reichweite hat. Und wir simulieren jetzt mal so ein Setup, wo wir also ein Board haben, an das ist der Sensor angeschlossen. In diesem Fall ist der Sensor einfach ein Eingabegerät, mit dem ich irgendwelche Werte erzeugen kann. Der funkt über Wi-Fi an eine zentrale Message Queue. Und ein anderes Board, was jetzt hier in diesem Fall über ein Kabel angeschlossen ist, aber es könnte auch wieder über Wi-Fi angeschlossen sein, verbindet sich mit dieser Message Queue und subscribt sich zu einem Channel und sagt also, wenn sich hier was tut, dann sagt mir bitte Bescheid. Und wenn das so passiert, dann macht dieses Reactor Board was. In diesem Fall gibt es einfach einen Ton, wie wir ihn eben schon gehört haben, aus oder lässt ein Lichtchen leuchten. Aber es könnte halt stattdessen irgendwie ein Relais schalten, mit dem die Lichter im Haus an- und ausgeschaltet werden oder die Heizung gesteuert werden oder irgendwie sowas.
So, das heißt, wir brauchen hier auf diesem Board erstens Code, der dieses Eingabegerät einliest und zweitens Code, der die Werte, die hier über das Eingabegerät reinkommen, an den Message Broker schicken. Ich habe hier als Message Broker MQTT verwendet, weil der Server ist schön leicht zu installieren und es gibt dafür Python-Bibliotheken und es gibt halt auch eine Bibliothek für MicroPython, mit der man das ansprechen kann. Der Message Broker hier in der Mitte, der läuft jetzt in meinem Beispiel auf meinem Laptop, aber das könnte genauso gut auch ein Raspberry Pi sein, irgendein kleiner Computer, der halt ständig läuft. So. Wo ist meine Maus? Hier, okay. So, ich will den Code hier jetzt nicht allen Einzelheiten erklären, aber mal kurz drüber gehen, wie das funktioniert. Ich habe hier also auf diesem ESP-Board ein Modul, was sich einen Client erzeugt, um mit dem MQTT Message Broker zu reden. Außerdem erzeugt es ein ADC-Objekt, um die analogen Spannungen, die dieser Joystick erzeugt, einzulesen. Leider hat das ESP-Board nur einen Pin, an dem man analoge Spannungen einlesen kann. Das heißt, ich frage nur die X-Achse ab. Die Y-Achse ignorieren wir einfach. Und zweitens erzeuge ich noch ein zweites Objekt, mit dem ich den Button, den man auch hier noch benutzen kann, abfragen kann. Und dann polle ich einfach in einer Schleife alle 200 Millisekunden, guck, ob sich irgendwas geändert hat an dem Spannungswert, der hier eingelesen wird, oder an dem Button. Und falls ja, schicke ich eine Nachricht mit dem entsprechenden Wert an den MQTT-Broker. Das ist hier in Zeile 19 bzw. Zeile 24. Und dann merke ich mir noch den aktuellen Wert, damit ich wieder vergleichen kann, ob sich der Wert geändert hat im nächsten Schleifendurchlauf. Tja, warum das immer passiert, weiß ich auch nicht. So, okay. Kommen wir zum, ja, ich habe das mal Reaktorboard genannt. Was brauchen wir da? Da brauchen wir also Code, der sich auch wieder mit dem, anders. Das Setup, wie ich das gemacht habe, ist auf dem Rechner, auf dem der MQTT-Broker läuft, läuft auch noch ein Skript, was guckt, ist in dem Channel, auf dem ich horche, kommt da eine neue Nachricht ein und wenn ja, kommuniziert es mit dem Pi-Board hier über die serielle Schnittstelle, über das USB-Kabel und sagt ihm, was es zu tun hat. Das habe ich einfach deswegen gemacht, weil die serielle Schnittstelle einfach da war. Ich hätte genauso gut auch irgendwie, wenn ich einen Raspberry Pi hätte können, hätte ich SPI oder I2C verwenden können. Aber da mein Laptop halt keine General Purpose Input-Output Pins hat, habe ich die serielle Schnittstelle genommen und habe mir ein kleines Protokoll überlegt, mit dem ich dem Board sagen kann, was es zu tun hat. Das Skript schickt also einfach immer 3 Bytes an dieses Pi-Board und das guckt dann im ersten Byte, was ist das Kommando? Da gibt es 3 Kommandos, X, Y und S, die stehen für die X-Achse, Y-Achse und den Switch. Und dann kommt in den nächsten 2 Bytes der Wert. So. Genau, der Consumer läuft auf meinem Laptop. Wenn dieses Board netzwerkfähig wäre, dann hätte ich natürlich hier was geschrieben, was sich mit dem Message Broker verbindet und da subscribed und dann
Aber da ich halt nur dieses eine netzwerkfähige Board habe, ist das Setup so. Gut. Das ist also jetzt der Code, der hier auf diesem Board läuft. Der erzeugt wieder die Objekte aus der PyB-Library, die er braucht. Unter anderem eins für die serielle Schnittstelle, damit er lesen kann, ob da Kommandos rüberkommen. Dann zwei LEDs und sonst noch einen Datenbuffer, wo er die Kommandos, die über die serielle Schnittstelle reinkommen, einliest. Und dann lese ich einfach in einer Schleife, schaue ich immer, gibt es serielle Daten? Wenn ja, lese ich 3 Bytes in meinen Buffer, trenne die in das erste Byte und die 2 Bytes danach, wo der Wert drin steht. Und mit dieser Zeile in 21 verwandle ich die Bytes, die da reinkommen, einfach wieder in einen Integer. Und dann schaue ich in das erste Byte. Ich habe die Kommandos einfach als ASCII kodiert. Also 83 steht für großes S, also für den Switch, 88 für X und 89 für Y. Und wenn der Switch gedrückt wird, soll es halt einen Ton geben. Und wenn der Joystick in der X-Achse bewegt wird, sollen verschiedene LEDs an- und ausgeschaltet werden. So, jetzt machen wir mal den Test und jetzt bin ich selber auch sehr gespannt. Wenn du mir vielleicht assistieren kannst. Und zwar ist das die X-Achse hier und das ist der Switch. Du musst das hier ein bisschen festhalten, weil sonst fliegt das da raus. Und wenn ich dir sage, dass du das Board mal resetten sollst, dann drückst du hier drauf. Okay, dafür braucht es feine Finger. Okay. So, was das Board jetzt gemacht hat, hat jetzt gestartet und hat jetzt einen WLAN-Access-Point bereitgestellt. Mit dem verbinde ich mich jetzt hier auf meinem Rechner. Oder auch nicht. Kannst du bitte nochmal Reset drücken? Jo. Das könnt ihr jetzt leider hier nicht sehen, aber das Netzwerk, das hat den Namen MicroPython und dann den Anfang der MAC-Adresse. So, habe ich mich mit verbunden. So, weil das Board, wenn es startet, sich versucht, mit dem MQTT-Broker sich zu verbinden, musst du es jetzt nochmal resetten, weil jetzt erst kann es ihn finden. Okay, danke. So, und um das Board hier vorzubereiten, wechsle ich jetzt mal kurz den Code, der da läuft, indem ich einfach eine SD-Karte reinstecke. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob denn Nachrichten ankommen. Jo, bewegst du mal den Joystick von rechts und links? Ja, also in der einen Richtung werden die Zahlen größer, in der anderen Richtung kleiner. So. Entschuldigung. So, das ist jetzt das Skript der Consumer, der in die Queue schaut und guckt, ob da neue Nachrichten ankommen und die serielle Schnittstelle anspricht. Das PyBoard habe ich hier schon wieder über USB angeschlossen.
Ich resette es vorsichtshalber nochmal. Okay. So, jetzt drück doch mal den Knopf. Tada! Oder mal den Joystick rechts nach links. Ja, nach rechts, glaube ich, ne, ist rot und nach links ist grün. Nochmal einfach ein bisschen hin und her bewegen. Und Knöpfe drücken und so weiter. Okay. Ja, das hat ja ausnahmsweise mal gut geklappt. Okay, kannst das Board wieder ausstecken. Hier nochmal zwei Fotos, damit man ein bisschen besser sieht, wie das aufgebaut ist. Ich habe also einfach hier so einen Joystick, der Ground 5 Volt und eine Leitung, die an den ADC des ESP-Boards angeschlossen ist, wo dann die sich ändernde Spannung gemessen wird, und eine Leitung für den Switch, die an einen digitalen GPIO-Port angeschlossen ist. Das Byboard hat einfach die drei Kabel an den Buzzer, wie vorhin schon beschrieben. Ground, 3,5 Volt in diesem Fall, und ein Kabel zu einem digitalen Pin, der die Squarewave bereitstellt. So, ich bin noch nicht fertig, das ist nur meine letzte Folie, weil ich nicht so viele Folien habe. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal eine kurze Wiederholung machen, wie arbeite ich eigentlich mit MicroPython. Diese interaktive Konsole ist natürlich sehr praktisch zum Ausprobieren, aber man will ja den Code irgendwie auch da drauf bekommen. Eine Möglichkeit habt ihr jetzt schon gesehen, das PyBoard stellt einfach ein Laufwerk bereit, auf das ich die Dateien drauf kopieren kann. Wie gesagt, da muss ich aber immer aufpassen, wenn ich das Ding rausziehe, dass ich vorher das Laufwerk aushänge, weil es sonst passieren kann, dass die Daten nicht vollständig draufgeschrieben werden, und dann wundert man sich, warum man ein anderer Code ausgeführt wird, als man eigentlich denkt, dass man ausführt. Es gibt also noch eine andere Möglichkeit, und zwar das sogenannte Programm R-Shell. Ups. Ja. Das stellt verschiedene Kommandos bereit, mit denen ich mich auf dem PyBoard umgucken kann und Dateien hin und her kopieren kann. Wenn ich das PyBoard verwende, ich sollte vielleicht erstmal mein anderes Programm ausschalten. So. Nee. Jo. Okay, Entschuldigung. Ich muss erstmal wieder den Code hier entfernen, der automatisch startet. So. Genau. So, wenn ich hier ein LS mache, dann kriege ich meine lokalen Dateien angezeigt. Wenn ich aber ein LS auf das spezielle Verzeichnis Flash mache, dann kriege ich den Inhalt dieses Flash-Speichers angezeigt. Und dann kann ich zum Beispiel die Datei Blink hier hin kopieren. Sorry, meine Konsole macht hier komische Sachen.
Na, und die History funktioniert auch noch nicht so richtig. Ja, da ist jetzt mein neues Blink-File. Und genauso kann ich mit Copy das auch runterkopieren. Wenn hier eine SD-Karte drinsteckt, dann gibt es noch ein zusätzliches Verzeichnis, das heißt einfach /SD-Card und dann kann ich damit da auch Sachen drauf kopieren. Was gibt es noch für Tools? Sorry. So. Wenn ich mit so einem ESP-Board arbeite, dann habe ich ja das vielleicht nicht immer direkt in der Nähe, dass ich es mit einem USB-Kabel anschließen kann. Dazu gibt es dann noch eine Web-Oberfläche, mit der ich auch eine interaktive Konsole über Wi-Fi oder Ethernet oder sonst irgendwie bekomme. Die kann ich jetzt gerade nicht demonstrieren, weil sonst müsste ich das Board wieder umändern. Aber die sieht ungefähr so aus. Ich verbinde mich einfach damit und kriege dann eine ganz normale interaktive Konsole, die genauso funktioniert wie über die serielle Schnittstelle. Ein ähnliches Tool wie R-Shell gibt es auch nochmal, was ich spezialisiert hat auf diese ESP-Boards. Da ist einfach noch nicht klar, welches wird irgendwann sich durchsetzen. Das eine kann ein bisschen besser, was das andere nicht so gut kann und andersrum. Und zu guter Letzt, wie bekomme ich denn MicroPython eigentlich drauf auf meine Boards? Ja gut, wenn man so ein Pi-Board hier kauft, dann hat man es einfach, dann ist es schon drauf. Wenn man sich so hier ein Discovery Board kauft, dann hat man es auch relativ einfach. Die haben nämlich hier so ein ST-Link Programmierinterface, da braucht man einfach dann ein Mini-USB-Kabel und in den Sourcen von MicroPython gibt es dann ein Make-Target, das heißt einfach make-deploy-ST-Link und dann schreibt das MicroPython hier drauf. Wer das mal demonstriert bekommen will, kann gerne noch nachher zu mir kommen. Für verschiedene andere Programmer gibt es dann noch das OpenOCD-Programm, was mit ganz vielen Programmern umgehen kann. Auch dafür gibt es dann Make-Targets, um die Firmware hier drauf zu schreiben. Beim ESP ist es etwas, Board ist es etwas komplizierter, weil da muss man sich erst nochmal die Toolchain dafür kompilieren. Also das heißt den C-Compiler, den Linker und so weiter und so fort. Der beste Tipp, den es eigentlich dafür gibt, ist, wenn man sich das selbst bauen will und kein vorgefertigtes Binary verwenden will, clones das GitHub-Repository von MicroPython, geht in das Verzeichnis ESP8266, guckt in das README und folgt den Instruktionen da ganz penibel, weil das Forum ist voller Nachrichten von Leuten, die irgendeinen Schritt weggelassen haben und dann daran gescheitert sind. Aber kurz gesagt, muss man erst die Toolchain einmal kompilieren. Wenn man die kompiliert hat, muss man den Pfad entsprechend setzen. Dann muss man die Dependencies kompilieren und dann kann man die Firmware kompilieren. Aber klingt schlimmer, als es ist. Ich hab das auch hingekriegt. Und wie gesagt, wenn jemand dabei Hilfe braucht, dann kann er sich auch gerne an mich wenden. Wie gesagt, hier findet man mich im Internet. Unten meine GitHub-URL, da wird dann auch der Talk landen. Und ansonsten, wie gesagt, sollte man ihn auch die Slides über die Seiten der FrostCon demnächst finden, wenn ich es heute Abend hochgeladen habe. Gut, das war es erstmal von meiner Seite. Wir haben jetzt noch fast eine Viertelstunde Zeit für Fragen und hoffentlich Antworten. So, zuerst der Herr hier mit dem schwarzen T-Shirt. Ich habe an der Temperatur-Sensor an einem Ei gearbeitet, wofür ich
Ja, aber natürlich noch nicht so. Ach so, ja, okay. Also das war an einem Raspberry Pi, oder wo? Ja, genau. Also die Frage war, kann ich Sensoren, die ich an anderen Geräten, wie zum Beispiel einem Raspberry Pi verwendet habe, oder dem Arduino auch, ergänze ich jetzt mal, mit MicroPython verwenden, gibt es dafür schon fertige Libraries? Ja, einige, aber natürlich noch nicht längst so viele wie für Arduino oder Raspberry Pi. Es gibt so gängige Chips für bestimmte Sensoren, die immer wieder zu finden sind. Für die gibt es relativ häufig dann schon eine Library, zwar vielleicht nicht in der MicroPython Library, in dem Repository, in dem offiziellen, sondern da muss man halt im Forum gucken, ob das irgendjemand schon gemacht hat und ob der dann irgendwo ein GitHub-Repository hat. Zum Beispiel von mir gibt es eine Library, um Rotary-Encoders auszulesen oder um diese typischen LCD-Displays anzusteuern. Andere haben Libraries, um die OLED-Displays anzusteuern und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich noch im Wachsen. Aber man findet schon relativ viel. Ansonsten bleibt einem dann nichts übrig, am besten sich einfach die entsprechende Arduino-Library, die es bestimmt gibt, anzuschauen. Wenn man Glück hat, ist die auch einigermaßen ordentlich programmiert. Ansonsten, da ist der C-Code meistens relativ einfach zu übersetzen in Python, weil meistens ist es ja nur irgendwo irgendwelche Pins setzen oder auslesen und ein paar Delays reinzutun. Gut. Der Herr im roten T-Shirt. Ja. Ja, zweite Frage. Ja. Ja. Gut. Also die Antwort ist in Codesform zweimal ja. Man kann Python-Code. Ja, also okay, Entschuldigung nochmal. Die Frage war, kann ich Python-Code irgendwie kompilieren, damit er nicht auf dem Board immer interpretiert wird. Wahrscheinlich mit der Vermutung, dass das irgendwie schlecht ist und Zeit braucht oder Speicher oder sowas. Die zweite Frage wiederhole ich dann gleich. Ja, kann man. Es gibt sogenannte Frozen Modules. Die kann man gleich in sein Firmware-Image einbauen. Und dabei werden die dann auch schon in Python Bytecode kompiliert. Das spart Speicher. Und wenn man sie halt mit gleich in das Firmware-Image einbaut, macht das halt auch das Deployment einfacher, weil dann muss man sie nicht nachträglich drauf kopieren. Man kann aber auch einfach Python-Code vorkompilieren in Bytecode. Das gibt dann sogenannte MPY-Dateien und die kann man dann auf sein Board kopieren und importieren. Zweite Frage, kann ich ein Node-MCU-Board, wo normalerweise Lua draufläuft, für MicroPython verwenden? Antwort: Ja, bis auf vielleicht irgendwelche komischen Ausnahmen, aber dieses Board, was da oben steht, ist ein Node-MCU-Board. Das Problem bei diesen ESP-Boards ist, die sind nicht so besonders standardisiert. Also bei den Node-MCU-Boards glaube ich schon, da sind dann die Pins irgendwie einigermaßen an der gleichen Stelle, aber es gibt halt ESP-Boards, wo die Pins anders heißen oder ich habe jetzt bei dem gemerkt, der Analog-Pin nimmt anscheinend 3 Volt entgegen, aber eigentlich das Board selber nimmt nur 1 Volt entgegen. Da sind dann halt noch zusätzliche Anpassungen. Und die muss man dann selber rausfinden und unter Umständen in seinem Python-Code sich irgendwelche Mappings für die Pins schreiben. Ja. Gut. Hier. Also die Frage lautet, gibt es noch andere Netzwerkprotokolle, die man mit MicroPython verwenden kann, um Internet of Things Applikationen zu implementieren? Natürlich kann man ganz einfache HTTP-Requests machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür eine spezielle Library gibt, aber HTTP ist mit dem Socket-Modul, was unter MicroPython implementiert ist, relativ leicht, zumindest von der Client-Seite her, zu implementieren. Es
Ich weiß, dass es mal Bestrebungen gab, das CoAP-Protokoll zu implementieren. Das ist also so eine binäre Version von HTTP sozusagen. Ansonsten ist das noch relativ neu, weil dieser ESP-Port ist, ja, der ist noch kein halbes Jahr alt. Das heißt, jetzt entstehen langsam die Libraries, die damit arbeiten. Und ja. Ja. Naja, also im Prinzip hat man halt Python mit dem Socket-Modul. Das heißt, damit lassen sich eigentlich fast alle Protokolle implementieren. Im Moment muss man die Arbeit bei vielen Protokollen sich noch selber machen. Ich habe zum Beispiel das OSC-Protokoll implementiert, also Open Sound Control, was relativ problemlos möglich war. Jung, ich gucke noch mal kurz auf die Zeit. Okay, ja, noch. Dann erst Sie und dann nochmal Sie. Also das hängt von dem Port ab. Entschuldigung. Die Frage war, ist das Socket-Modul in der normalen MicroPython-Version drin? Da stellt sich natürlich die Frage, was ist die normale Version? Nee. Genau. Ja, also auf Boards, die nicht standardmäßig mit einem mit irgendeinem Internet-Interface kommen, ist das normalerweise nicht dabei. Auf dem Wi-Fi ist es dabei, auf dem ESP ist es dabei, unter dem Unix-Port ist es natürlich dabei. Und grundsätzlich ist es für diese Prozessorfamilie, glaube ich, implementiert, aber man muss es von Hand einkompilieren. Gut. Dann hatten Sie noch mal eine Frage? Was wäre denn das Vorgehen, um so ein Deployment bewusst hinzukriegen? Das haben wir gerade gesehen, wir müssen auch nochmal resetten und dann machen wir über bestimmte Verbindungen. Und wenn ich jetzt aber so ein Internet of Thing deployen möchte, dann soll das ja bewusst laufen. Was muss man denn dazu tun? Ja gut, das hier jetzt ist ein paar Mal. Ja. Die Frage ist, wie deploye ich den Code auf meinem Internet of Things Gadget robust. Ne? Dass es hier jetzt natürlich zu einigen Abbrüchen kam, hängt auch damit zusammen, dass diese ganze Kabellage ein bisschen wackelig ist. Es gibt noch kein Over-the-Air Update für die ESP-Boards. Also ich muss irgendwie noch im Moment eine Kabelverbindung haben, um eine neue Version von dem MicroPython Firmware Image aufzuspielen. Wenn es aber um den eigenen Python-Code geht, dann kann ich den natürlich über das Netzwerk dahin senden und dann da speichern. Da gibt es im Moment nur diese Kommandozeilen-Tools und dieses Web-REPL, was ich vorgestellt habe. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, sich einfach Python-Code zu schreiben, der selbst update-fähig ist, weil Dateisystem schreiben und Netzwerkzugriffe machen kann das Board ja. Aber dass es da jetzt irgendwie einen netzwerkfähigen Bootloader gibt oder so, nein. Gut. Ja, Zeit für ein oder zwei Fragen haben wir noch. Ja. Ja, bitte? Ist bekannt, der ESP-Port PWM in Hardware oder Software implementiert? Software. Ich glaube, die ESP-Ports, haben die überhaupt Hardware PWM? Ich glaube nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass sie das gar nicht haben. Also hier gibt es Hardware PWM, die ARM-Ports, die können das. Die haben relativ viele Timer. Die haben auch ein DAC und mehrere ADCs. Also wenn man verschiedene, viele Sachen ausprobieren will, würde ich auf jeden Fall eins dieser Boards empfehlen. Und dann, wenn man fertig ist, dann kann man das auf dem ESP-Board deployen und das dann irgendwo im Garten oder sonst irgendwo verstauen. Ja.
Das letzte habe ich nicht verstanden. Zum was? Ach so. Wie immer. Also was ist für eine Performance zu erwarten, wenn ich zum Beispiel einfach nur einen Pin an- und ausschalte? Was sind da die maximalen Frequenzen, die ich bekomme? Ich habe jetzt leider keine absoluten Zahlen parat. Und wie immer ist die Antwort, es kommt drauf an. Wenn ich das so wie hier jetzt bei meiner Rechteckwelle mache in Python, relativ langsam so im Bereich von, ich weiß nicht, ob das überhaupt in den Megahertz-Bereich geht, aber es gibt die Möglichkeit, im Python Assembler-Code inline zu schreiben. Das sieht dann aus wie eine ganz normale Python-Funktion und dann schreibt man die Assembler-Befehle halt in einer besonderen Notation, dass sie gültige Python-Syntax sind, rein und damit kann man dann direkt auf die entsprechenden Register hier zugreifen und dann kriegt man C-ähnliche Geschwindigkeiten hin. Und dann gibt es noch ein paar Zwischenformen, wie zum Beispiel Just-in-Time-kompilierten Python-Code. Das ist aber noch in einem relativ experimentellen Stadium. Es gibt dazu auf dem Forum einen Thread, wo genau jemand sowas gemacht hat und die verschiedenen Möglichkeiten mal durchgespielt hat. Aber wie gesagt, die absoluten Zahlen, die habe ich jetzt leider nicht parat. Gut, falls nicht jemand noch eine ganz brennende Frage auf dem Herzen hat, würde ich das hiermit abschließen, denn jetzt sollen gleich dann demnächst der Shutdown kommen und ja. Danke ich euch allen und wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hattet eine schöne FrostCon.